Hallo, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ich bin Zipamela und schön, dass ihr wieder bei mir reingeschaut habt. Ich habe heute schon ein Schminkvideo abgedreht, aber ich war dann so sauer auf die Palette. Ich habe mit einer Revolution Pro Palette geschminkt, eine relativ große. Und habe mich jetzt auch mittlerweile schon wieder abgeschminkt, weil mir die so auf die Nerven gegangen ist, weil kein Pigment am Auge war und die einfach nur scheiße war. Sorry. Ich gebe aber nicht auf. Ich habe hier noch eine Revolution Pro Palette. Die habe ich noch überhaupt nicht getestet und würde hier gern einen Augenlook schminken und ich hoffe, das hält hier besser, weil hier sind noch so schöne marmorierte Töne auch drinnen und bärige Töne. Und wie gesagt, habe ich noch nicht ausgetestet und würde ich jetzt gerne mal machen. Und dazu will ich mir heute ein bisschen einen anderen Look schminken, wie heute in der Früh. Und dafür brauche ich wieder mein Revolution Band und klebe mir das jetzt dann mal ab. Und dann bin ich gleich wieder da. Bis dann. So, ich hab mir das jetzt abgeklebt und hol mir jetzt dann mal einen schönen Pinsel ran. Gerade noch. Ja, ich würde sagen, ja, so einen schrägen Pinsel einfach für die Ecke und nehme hier aber auch den dunkelsten Ton und das ist die Frage, Glitzerton oder matter Ton? Ich nehme hier mal den Ton hier und das ist der Amor. So, jetzt habe ich diesen Ton aufgetragen. Jetzt trage ich noch diesen Ton auf. Der heißt Just. Bis hier oben, aber nicht ganz bis oben. Und dann. So, und jetzt trage ich noch den Truth auf in die Mitte, ins Zentrum. Also das schaut schon alles viel besser aus wie heute in der Früh. Da bin ich echt schon halber durchdreht. So, jetzt trage ich hier noch einen Rotton auf dazu. Und ins Innere, in den inneren Augenwinkel setze ich dann diesen Ton hier. Jetzt trage ich mir den Icon hier im Augenwinkel auf und oh mein Gott, ist der schön. Krass. Krass, was der für ein geiles Highlight macht. Das gefällt mir echt gut. So, jetzt nehme ich aber mal vielleicht meinen Handspiegel her, weil fühle ich doch nicht. Der hat so einen richtig coolen Schimmer drinnen. Macht das Auge ein bisschen offener. Ja, der gefällt mir. Das ist wirklich, wirklich schön. So, und jetzt habe ich den Puder jetzt noch verblendet und habe einen rosanen Highlighter gemacht. Hier noch ein bisschen Blush verstärkt, weil vom Tag über ist ziemlich viel abgegangen und ja, es macht einen coolen Weichzeichner-Effekt. Ich hoffe, man sieht das in der Kamera. Und jetzt kommt Nummer an Lippenstift und da es eh jetzt relativ knallt bei den Augen, nehme ich meinen Lieblingslippenstift von Revolution. Der ist so nudig. Aber matt. Aber sehr pflegend, also ich liebe den.
war's. Jetzt geht's mir wieder besser. Also ich finde, das ist jetzt, das habe ich jetzt noch gut hinbekommen. Obwohl, ja, das ist, wenn man so viel redet und sich nicht so konzentriert. Ne? Ich blende euch am Schluss wieder ein komplettes Foto ein, dass ihr den kompletten Look auch mit den offenen Haaren dann wieder seht. Aber ich denke, man kann jetzt schon ganz gut erkennen, dass es ja viel, viel besser ist wie beim letzten Video. Wie gesagt, das war nicht meine Schuld, das war die Palette, weil wie man sieht, ich kann es ja eh. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Folgt mir doch gerne auf Instagram, quality83 oder auf TikTok, Pamela Schranz. Und lasst mir doch gerne ein Abo da, wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ab 50 Abonnenten verlose ich eine schöne Box. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Pamela. So, und so sieht jetzt der fertige Look aus. Und ich bin voll happy, ich finde es voll schön.